In der Ukraine herrscht Krieg und deswegen kommt es auf der ganzen Welt derzeit zu Hungersnöten. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat deswegen Bürgerinnen und Bürger schon aufgerufen, weniger Fleisch zu essen, damit mehr Getreide für Menschen in den vulnerablen Regionen übrig bleibt. Und auch WissenschaftlerInnen haben bereits empfohlen, den Fleischkonsum zu verringern. Doch hilft es wirklich, wenn wir weniger Fleisch essen? Und was hat unser Fleischkonsum in Deutschland mit der Hungersnot in anderen Ländern zu tun? Darum geht's in diesem Video. Die Ukraine ist weltweit einer der wichtigsten Erzeuger von Getreide, besonders Weizen und Mais. Durch den Krieg in der Ukraine bleibt die diesjährige Ernte jedoch aus und auch bereits geerntetes Getreide kann nur schwierig in andere Länder transportiert werden. Damit fehlen schätzungsweise 35 bis 40 Millionen Tonnen Getreide auf dem Weltmarkt. Das sind rund 7 bis 8% der Handelsmenge, die normalerweise vorhanden ist. Und die Lage ist ernst, denn viele Länder, wie zum Beispiel Ägypten, sind direkt auf die Getreideimporte aus der Ukraine angewiesen, um ihre Bevölkerung damit ernähren zu können. Aber auch andere Länder sind durch die stark gestiegenen Getreidepreise betroffen, denn Getreideimporte sind 50 bis 70% teurer als noch im Vorjahr und das gefährdet die Ernährungssicherheit, besonders in ärmeren Ländern. Was ist Ernährungssicherheit? Die Sicherheit unserer Versorgung mit Nahrungsmitteln ist von den 4 Säulen der Ernährungssicherheit abhängig. Erstens Verfügbarkeit, also die Menge der produzierten Nahrungsmittel. Diese muss groß genug sein, um alle damit versorgen zu können. Und dann müssen die Nahrungsmittel natürlich auch zugänglich, also für alle erreichbar sein. Auch wie bzw. wofür wir die Nahrungsmittel nutzen, ist wichtig. Nutzen wir sie, um daraus Brot zu machen oder nutzen wir sie, um Tiere bei der Fleischproduktion zu füttern oder vielleicht, um daraus Bioenergie zu machen. Und last but not least, Stabilität. So ist die Verfügbarkeit von Lebensmitteln von ertragreichen, regelmäßigen Ernten abhängig. Und für den Zugang müssen stabile Lieferketten etabliert sein, über die Nahrungsmittel verteilt werden können. Das Problem mit der globalen Nahrungsmittelunsicherheit ist nicht die Menge der Lebensmittel, sondern ihre Verteilung. Tatsächlich produzieren wir schon heute so viel Nahrungsmittel, dass wir theoretisch eine größere Weltbevölkerung ernähren könnten. Aber das Problem ist, sie werden ungleich verteilt. Die Kaufkraft der ärmsten Menschen der Welt ist nicht stark genug, um auf dem Weltmarkt mithalten zu können. Denn die hohe Nachfrage der reicheren Länder nach Futtermitteln für die Massentierhaltung und Biomasse für Bioenergie bestimmt den Weltmarktpreis maßgeblich. Das Problem besteht zwar schon länger, wird aber nun durch die akuten Krisen immer weiter verstärkt und davon ist der Krieg in der Ukraine nur eine. Auch die Corona-Pandemie hatte in den letzten Jahren weltweit schwerwiegende Auswirkungen auf die Landwirtschaft und globale Lieferketten. Effekte des Klimawandels wie steigende Temperaturen erzeugen Dürren, extreme Wetterereignisse werden immer häufiger und sie sind unberechenbar. Für die Landwirtschaft ist das eine Katastrophe und ertragreiche Ernten fallen immer öfter aus. Und auch schwankende Energiepreise gefährden die globale Ernährungssicherheit. Denn Versuche, Energiepreise durch die verstärkte Energieerzeugung aus Biomasse wie Raps oder Mais zu stabilisieren, lässt weniger Agrarfläche und Pflanzen für Nahrung und Futtermittel. Anlässlich der sich akut anbahnenden Hungersnot durch die Ukraine-Krise haben WissenschaftlerInnen aus den Bereichen der Agrarökonomie, Klimafolgenforschung und Umweltwissenschaften einen offenen Brief an die Bundesregierung verfasst, der von mehr als 660 ExpertInnen aus mehreren Ländern unterzeichnet wurde. Darin schlagen sie mehrere Ansätze vor, um die unmittelbaren Effekte zu mildern und eine langfristige nachhaltige Agrarentwicklung sicherzustellen. Einer der Hauptpunkte, die Reduzierung des Fleischkonsums in den Industrieländern. Und was hat das mit unserem Fleischkonsum zu tun? Schon länger gibt es Stimmen aus der Forschung, die appellieren, dass unser Fleischkonsum schlecht für das Klima ist und die globale Ernährungssicherung bedroht. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln wird sich voraussichtlich bis 2050 fast verdoppeln. Aber es wird kaum möglich sein, mehr als die heute genutzten 1,4 Milliarden Hektar Fläche dafür nutzbar zu machen. Zumindest, wenn wir den Klimawandel nicht noch stärker vorantreiben wollen. Die Nahrungsmittelproduktion nutzt schon heute 40% der weltweiten Landflächen, verbraucht 70% des weltweit genutzten Süßwassers und produziert dabei 30% der Treibhausgase. Die Böden werden mehr und mehr ausgelaugt und brauchen mehr Dünger. Und um Agrarflächen zu schaffen, um genügend Futtermittel wie zum Beispiel Soja für die steigende Fleischproduktion bereitstellen zu können, wird immer mehr Regenwald abgeholzt. In Deutschland werden ca. die Hälfte aller Ackerflächen für den Anbau von Futtermitteln für die Fleischindustrie genutzt.
Zählt man Weideflächen für Tiere dazu, sind es sogar rund 2/3. Von dem hier angebauten Getreide dienen 60% als Futtermittel und nur 20% als direkte Nahrungsmittel für Menschen in Form von Getreideerzeugnissen, wie zum Beispiel Brot oder Pasta. Ganze 10% werden für die Bioenergie verwendet und weitere 10% haben andere Nutzen, wie zum Beispiel die Produktion von Saatgut. Und dabei ist die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe, also das Maß, mit dem wir Menschen die Nährstoffe verwerten können, aus tierischen Produkten verglichen mit pflanzlichen Produkten gar nicht besser. Im Gegenteil, um eine tierische Kalorie zu erzeugen, die wir verwerten können, müssen die Tiere erstmal eine Vielzahl pflanzlicher Kalorien gefüttert werden. Auch für den Proteingehalt, für den Fleisch ja bekannt ist, geht die Rechnung nicht gut auf. Um 1 Gramm Protein aus Hühnerfleisch zu bekommen, braucht es etwa 5 Gramm pflanzliches Protein. Bei Schweinen sind es 10 und bei Rindfleisch sogar 20. Das heißt, wir könnten die Pflanzen eigentlich besser direkt essen. Das verbraucht Weideflächen und zusätzlich braucht es Getreide und Sojaschrot für gute Erträge in Fleischproduktion und Milchviehleistung, denn Weiden alleine reicht da nicht aus. Natürlich ist nicht alles, was für ein Tier verdaubar ist, für uns nutzbar. So fressen sie auch Gras oder Klee, das wir selbst gar nicht verwerten. Trotzdem besteht Konkurrenz in der Nahrungsmittelproduktion zwischen der Tierernährung und der menschlichen Ernährung. Zwar machen die Tiere für uns auch Nährstoffe nutzbar, die wir sonst nicht bekommen, berühmtestes Beispiel Vitamin B12, aber um eine gesunde Menge dieser Nährstoffe zu erlangen, würde die von der WHO empfohlene Menge von 30 Kilogramm pro Person pro Jahr vollkommen ausreichen. Und das sind nur rund die Hälfte von dem, was wir in Deutschland derzeit an Fleisch konsumieren. Würden wir weniger Fleisch produzieren, dann bräuchten wir auch weniger Futtermittel wie Getreide oder Sojaschrot. Flächen, auf denen jetzt Futtermittel für die Tierhaltung angebaut werden, könnten dann für den Anbau von Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Getreide oder Mais genutzt werden. Weniger Tiere könnten außerdem nachhaltiger ernährt werden, indem sie Reststoffe aus der Nahrungsmittelverarbeitung bekommen und damit weniger künstlich erzeugtes Kraftfutter produziert werden muss. Um die Reduzierung des Fleischkonsums umsetzen zu können, muss ein gesellschaftliches Umdenken passieren. Zwar gibt es politische Hebel, mit denen man schnelle Effekte erzielen könnte, zum Beispiel die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte oder sozial verträglicher die Senkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Nahrungsmittel. Aber die Gesellschaft nachhaltig durch Kampagnen und Aufklärung zu weniger Fleischkonsum zu bewegen, ist ein langwieriger Prozess und stößt auf einigen Widerstand in der Bevölkerung. Dauert das nicht zu lange? Ergibt die Reduzierung dann überhaupt Sinn? Ja, generell macht es Sinn, unseren übermäßigen Fleischkonsum zu reduzieren. Für die globale Ernährungssicherung im Allgemeinen und für den Klimaschutz. Im Kontext des Ukraine-Kriegs und den wegfallenden Ernten und der Zerstörung bestehender Ernten treten die Effekte allerdings nicht schnell genug ein. Schraubten wir jetzt sofort unsere Fleischproduktion herunter, dann bräuchten wir schon dieses Jahr weniger Futtermittel und könnten im Herbst mehr Getreide für Nahrungsmittel anpflanzen. Doch das Getreide könnte erst im nächsten Jahr geerntet werden. Und das ist das Szenario, wenn wir die Änderungen abrupt umsetzen würden. Realistisch würden die Effekte solcher Maßnahmen erst in 3 bis 5 Jahren zu sehen sein und sind somit für die akut drohende Hungersnot in diesem und nächsten Jahr allein nicht ausreichend. Und trotzdem macht die Fleischreduktion Sinn. Denn wenn wir jetzt nicht anfangen, dann kommt die nächste Krise. Und wir sind wieder nicht vorbereitet. Und solche Maßnahmen greifen wieder zu langfristig. Worüber sich die WissenschaftlerInnen in ihren Forderungen einig sind, ist, dass Maßnahmen gegen Hungersnöte und Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Denn das wäre nicht nur kurzfristig gedacht, sondern würde unsere Probleme langfristig sogar verstärken, indem Ökosysteme zerstört, Böden erschöpft werden etc. Weiter schlagen sie vor, die Verschwendung von Nahrungsmitteln drastisch zu reduzieren. Denn allein in Deutschland werden jährlich 12 Millionen Tonnen Nahrungsmittel und EU-weit sogar 87 Millionen Tonnen weggeworfen. Außerdem sollte veranlasst werden, dass der Agrarsektor die Priorität auf Ernährung legt und vom Anbau für Bioenergie abrückt, sodass die dafür genutzten Flächen für die Nahrungsmittelproduktion frei werden. Darüber hinaus gibt es bereits Programme, die sich für die Stärkung der Kleinbauern vor Ort in den benachteiligten Ländern einsetzen. Oft sind die klimatischen Verhältnisse extrem oder Böden sind wegen nicht nachhaltiger Bewirtschaftung ausgelaugt. Mit Schulungen zur besseren Bewirtschaftung, Dünger und günstigen Krediten könnte man die Situation dieser Kleinbauern vor Ort nachhaltig fördern und damit die Länder unabhängiger von Importen machen. Das sind alles Maßnahmen, die helfen werden und auf jeden Fall ergriffen werden müssen. Doch auch sie wirken vor allem mittel- und langfristig. Doch was schlagen die ExpertInnen vor, um diese akut drohende Hungersnot und ihre unmittelbaren Effekte abzudämpfen? Naja, so ganz kurzfristig hilft vor allem humanitäre Hilfe.
Zum Beispiel die Stärkung und Unterstützung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, die sich in den Regionen mit den größten Hungerkrisen um die Versorgung mit Nahrungsmitteln kümmert. Aber da wir damit leider nur die Symptome dieser Krise behandeln können, müssen wir trotzdem die mittel- und langfristigen Maßnahmen jetzt in Angriff nehmen. Auch wenn das bedeutet, dass wir in Deutschland und den anderen Industrieländern ab jetzt den Fleischgürtel etwas enger schnallen müssen. Was sind eure Ideen? Denkt ihr, dass Reduzieren oder gar der Verzicht auf Fleischprodukte hilft? Seid ihr vielleicht selber schon vegetarisch oder vegan? Und was meint ihr, wie wir als Gesellschaft das Thema Fleisch umdenken können? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich über eure Ideen und Gedanken zu diesem Thema. Wenn euch das Thema Ernährungssicherheit im Rahmen der Ukraine-Krise und des Klimaschutzes interessiert, dann schaut doch auch gerne mal bei Die Debatte vorbei. Die beleuchten das Thema nämlich aus ganz verschiedenen Blickwinkeln mit Hilfe verschiedener Expertinnen. Und in der Videobeschreibung habe ich euch den offenen Brief der WissenschaftlerInnen sowie Quellen und weiterführende Webseiten und Videos zum Thema verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao!